Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht wieder mal auf die Europawahl zu und CDU, SPD und Grünen und FDP fällt auf, dass es da Wettbewerber gibt, die Ihnen offenbar nicht so ganz in den Kram passen. Diese Demokratie, die Sie da immer für sich reklamieren, kann manchmal schon ein bisschen anstrengend sein. Wie einfach war es doch früher, als Sie gemeinsam einen staatlichen Rundfunk kontrollierten und es eine Handvoll Tageszeitungen in Deutschland gab, die dafür sorgten, dass die Bürger nur mit handverlesenen Informationen versorgt werden. Mit dem Aufkommen des Internets und dort insbesondere der sozialen Medien ist Ihnen und Ihren Freunden in den Redaktionsstuben nun das Meinungsmonopol abhanden gekommen. Und folgerichtig ist in Deutschland auch eine politische Vielfalt entstanden, die man jahrzehntelang nicht kannte. Und Deutschland ist bei dieser Entwicklung keineswegs allein. Aber hierzulande fällt es vielleicht besonders auf, weil die politische Landschaft, wir sehen es ja immer noch, lange besonders eintönig war. Und dieser Antrag ist in sich schon das beste Beispiel dafür. Alle sind einer Meinung, kein Anflug von Selbstkritik, nichts. Stattdessen die kühne und durch nichts belegte Behauptung, ich zitiere, Desinformation, Fake News und demokratiefeindliche Inhalte würden durch die Algorithmen bevorzugt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie so junge Wähler für sich gewinnen und alte Wähler zurückgewinnen, meine Damen und Herren. Bevor Sie allen anderen die Schuld geben, vielleicht denken Sie mal darüber nach, ob es an Ihnen und Ihrem politischen Angebot liegen könnte. Vielleicht suchen die Wähler ja eine Alternative zu Ihrer Europa-, Migrations- und Energiepolitik, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Und vielleicht finden Sie die nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil der die Vertreter bestimmter Oppositionsparteien ja konsequent ausspart. Vielleicht liegt es auch an dem kaum zu unterscheidenden Einheitsbrei, den Sie als politisches Angebot formulieren, dass sich die Menschen von Ihnen ab und uns zuwenden. Vielleicht sind es nicht irgendwelche Algorithmen oder anderen finsteren Mächte, die Sie ins Hintertreffen geraten lassen, sondern die mangelnde Attraktivität Ihres Angebots an die Bürger. Aber auch solche Gedanken kommen Sie natürlich nicht. Lieber nehmen Sie wieder mal ein bisschen Steuergeld in die Hand, damit die sogenannte Landeszentrale für politische Bildung ihre Propagandaarbeit jetzt auch noch auf TikTok und anderswo ausbreiten darf. Denn Ihnen ist aufgefallen, dass eine Absenkung des Wahlalters nicht wie zunächst erhofft der AfD schaden wird, wir schneiden nämlich ganz gut ab in dieser Wählergruppe, sondern vielmehr CDU und SPD, deren Wählerschaft ja mehr und mehr ins Geriatrische abgleitet. Man könnte schmunzeln über solche verzweifelnden Initiativen, wenn sie denn nicht mit dem Geld der Bürger bestritten würden. Und man kann insbesondere dann nicht mehr schmunzeln, wenn man weiß, dass dieser Antrag nur eine und auch die harmlosere Seite der Medaille ist. Auf der anderen Seite und vor allem auf europäischer Ebene versuchen sie durch deutlich härtere Maßnahmen Meinungsherrschaft zurückzuerringen. Zensurvorschriften wie der Digital Services Act dienen kaum verborgen dazu, die Meinungsvielfalt auf sozialen Netzwerken zu beschränken. Und Deutschland war hier wieder mal mit seinem unseligen Netz-DG der Vorreiter. Meine Damen und Herren, es gibt nun mal nur eine Partei in Deutschland und in Europa, die sich für die Meinungsfreiheit stark macht, die AfD. Und deshalb und unsere vielen Partner in Europa, ja. Und deshalb werden wir diesem Antrag wie allen anderen Vorhaben in diese Richtung natürlich nicht zustimmen. Vielen Dank.